Und ich meine, wir haben ja letztes Jahr 17,1 Milliarden, also über 17.000 Millionen Umsatz gemacht, nicht? Und haben 1,1 Milliarden, also 1000 oder 1100 Millionen Gewinn einfahren können vor Steuer. Das sind natürlich schon Dimensionen, die ich mir hätte nie träumen lassen als junger Mann, dass ich mal dahin kommen würde.